Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Wow. Jetzt haben wir fast genug Kohle und könnten es theoretisch schon das nächste Areal da freischalten, wenn wir das tun wollten. Oder wir bauen es jetzt tatsächlich hinten in einem anderen neuen Areal noch ein Gehege für unsere... wollen wir das Feuerdings noch in ein Gehege packen? Genau, das meine ich ja gerade, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht haben wir auch genug Geld, um beides zu machen. Mal gucken mal. Also, hier waren wir ja noch knießig und haben noch keinen Plot-Sammler gekauft. Genau. Für 4 brauchen wir das nicht. Naja, das stimmt wohl. Man könnte... 49. Ja. Wieso? Wieso? Na komm, da kann nichts passieren. Ich finde es auch doof, dass wir nicht im freien Slot nochmal welche aufnehmen können. Ja, das ist auch doof. Dass du nicht 60 dann hast, sozusagen. Ja, das hätte man anders lösen können. Ja, sie fallen leider so langsam im Preis. Oh, aber hier, der Dings steigt wieder. Der Pink und Blau. Weil wir die... Nee, die haben wir jetzt aber eigentlich auch reingefeuert, ne? Die haben wir gar nicht weniger genommen eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber vielleicht kommt das rein zufällig. Ich denke das nicht, aber wahrscheinlich regeneriert sich oder holt sich der Markt irgendwann wieder. Ja. So. Ja, komm, den einen können wir drin lassen. Ja, das kann man sparen. Hier ist noch, hier können wir wieder gucken. Da hat uns einer geschrieben, die Mochi Miles oder Mochi. Ich brauche diese Plots. Stuntepede. Was auch immer das heißt. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, supi. Ja, das ist, das hätten wir uns jetzt holen können. Das sind diese Phosphor-Slimes. Ja, was oben drüber wissen wir nicht, was das ist. Das ist das, was wir eben, oder was ich eben sammeln wollte, aber nicht bekommen habe. Ja, dann lassen wir die auch doch davor fallen. Die ganze Nacht auf. All night long. So, werden wir das auch nochmal schnell los? Guck mal, jetzt haben wir richtig gut Geld. So, wir bauen uns erstmal das Gehege für unsere Knall. Sollen wir erstmal für die Knallslimes was durchlesen vielleicht? Komm, das machen wir auch noch schnell. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Bevor wir nachher uns dann Eigentor schießen mit. Liebling, Gestrüpphuhn. Gestrüpphuhn, okay. Vielleicht müssen wir da auch noch drauf aufpassen, was wir den füttern. Ich weiß nicht, mal gucken. Knallslimes hört man oft, bevor man sie sieht. Die Schleimzellen eines Knallslimes vibrieren ständig, was dazu führt, dass der Slime mehr und mehr vor Energie knistert, bis er schließlich explodiert. Der Knallslime übersteht aber auch immer unbeschadet, wenn auch ein wenig benommen. Das ist aber auch manchmal ein Zungenbrecher. Venture-Risiken. Knallslimes laden sich ständig zur nächsten unvermeidbaren Explosion hin auf, was sie zu einer ziemlichen Gefahr für Venture macht. Zusätzlich dazu, dass diese Explosionen körperlichen Schaden verursachen, haben sie auch das Potenzial, alle Slimes in der Nähe in die Luft zu katapultieren. Was sie zu einem einer schwer im Gehege zu Hand haltenden Slime-Art macht. Das heißt, wir müssen direkt ein Gehege mit Deckel und zweite Reihe an Mauer setzen. Also höheres Gehege plus Deckel. Plus Decke. Machen wir hier? Ja. Oder wollen wir die da hinten daneben packen? Dann haben wir zwei außergewöhnliche Slimes hier. Komm mal hier ein paar. Was meinst du? Ja. Dann kannst du mal gucken, ob die anderen Wasser brauchen. Gehege. Hohe Wände. Fangnetz. Musicbox. Spielt beruhigende Musik. Was die Unruhe von Slimes sehr verringert, aber haben wir eigentlich nicht. Sonnenschild brauchen wir nicht. Plot-Sammler wäre, glaube ich, angebracht hier. Ja, dann sind wir pleite. Ja, Futterautomat brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, was hatten die Hühner, fressen die, ne? Gut, aber jetzt können die hoffentlich sich nicht hier raus katapultieren, wenn die explodieren. Das ist schon Huhn, ich sehe schon. Ich hoffe nur. Ich weiß gar nicht.
Wir könnten vielleicht aus pinke Slimes wieder welche machen. Die pinken Slimes sind ja nicht nur alles Fresser, sondern auch alles Wandler sozusagen. Ja, gut, dass wir einen Plot-Sammler haben. Wäre eine Überlegung wert, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das... Die sahen ja einmal so ein bisschen komisch grau aus. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, als sie was gefressen haben, was sie nicht sollten. Ja, aber die pinken Slimes sind ja die Allrounder. Das müsste gehen. Dann kriegen wir... Also ich... Du darfst nur nicht jetzt zum Beispiel pinken Slimes mit einem... Also ich würde die da jetzt nicht reinsetzen. Ja, dann mach einen Pink Plot rein. Nee, da würde ich nur das Gehege machen. Nee, kein Pink... Obwohl, doch, du hast recht, ein Pink Plot, klar. Dann werden die zu großen pinken Slimes und wenn wir da pinke Slimes reinsetzen, werden die zu diesen explodierenden Slimes. Weil die pinken sind die Allrounder. Wenn die jetzt aber zum Beispiel zu den pinken Lago Meat Slimes, jetzt hier vorne, wenn du da jetzt, aber gehen hier Plot sammeln. Wenn du da jetzt so einen Rock-Stein-Plot reinschmeißen würdest, ich glaube, dann kriegen wir diese, wie hießen die, Terra, oder wie hießen die? Oh, da, Gott, aber wieder weit. Dann kriegen wir die Viecher von eben. Oh! Ach, die können wir leider nicht nehmen. Das ist ein, ja, so ein leuchtender Phosphor-Slime, ja. Oh, da ist ein Phosphor. Sehr gut. Oh, oh. Der war verschmolzen. Jo. So, sammle ich mal kurz auf. Phosphorplot. Das heißt, wir könnten uns quasi... Oder das machen wir in der Höhle. Komm, wenn wir genug Geld haben, dann packen wir, also dann kaufen wir uns die Höhle, dann packen wir da ein Gehege rein, dann kommen da die Phosphors rein. Mhm. Weil sonst müssten wir ein Gehege nochmal mit diesem Sonnenschutz machen. Da wir da eh einen dunkleren Bereich haben, können wir das so direkt in der Höhle machen. Würde ich jetzt vorschlagen. Nee, ich würde jetzt auch dann warten. Wir haben ja dann auch erstmal wieder viel angelegt auch. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Nicht, dass... Eureka. Nicht, dass das nicht funktioniert, was wir vorhaben. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt sind es einfach nur große, oder? Ja, nee, Pinknalago. Sind pinke. Jetzt essen sie alles. Pinkplot. Pink Slime. Die müssen sich doch jetzt vertragen, oder? Pass auf. Jetzt musst du denen irgendwas füttern. Jetzt können sie ja auch Gemüse kriegen. So, jetzt machen wir hier die Knallteile rein. Zack, zack. So, jetzt brauchen wir noch einen. Dann haben wir ganz viele erstmal. War das viele? Haben wir 6 Stück. Wenn der eine sich jetzt noch in so ein Lago verwandelt. Komm her, du. Ich hoffe, dass jetzt... Ja, sehr gut. Lago den bekommt... Dann haben wir noch einen Plot. Und wenn der den Plot jetzt da futtert, der hat ihn gefuttert. Sehr gut. Und schon haben wir 6 Lagos. Hervorragend. Knall-Lagos. Ich glaube, die haben den Knall nicht gehört. Jetzt gehen wir noch bei den Wassersmiles. Slimy wollte ich. Warte, ich will hier noch das Hühnchen mitnehmen. Hier spawnen wir ganz viele Hühner. Wieso nimmt er die nicht? Oder bin ich jetzt. Habe ich was in den Augen? Hm. Mal kurz auf die Soundkarte schielen, aber sie ist noch da. Ja, weiß ja nie. Ich bin noch da. Oh, guck, das Wasser ist weniger geworden. Nee. Doch. Bist du sicher? Mama, schieß mal mit dem Wasser drauf. Da passiert gar nichts. Lass es sein. Wieso, ich kann es ja wieder rausnehmen. Gut, ne? Das müsste ja eine Füllstandsanzeige oder sowas sein. Das können wir ja nicht machen. Pink Slimes. Pass auf, dann packen wir die. Wieso habe ich jetzt? Habe ich hier eben nicht alle reingepackt? Zack, zack. So. So, dann haben wir gleich auch ganz viele von. Na. Ganz viele von denen. Und dann holen wir uns jetzt hier das Plot schnell weg. Ist zwar nicht so viel, aber ich glaube 39 oder sowas haben die. Ja, ich meine, die roten waren, glaube ich, 40 schon. Oder 50. Boah, jetzt habe ich mich aber gerade erschreckt. Ja, ja. Schön. Jetzt haben wir sie auch alle verwandelt. Und sie können nicht raus. Ha. Sehr gut. Das klappt ja gut. Das gibt Geld, nicht?
Jetzt brauchen wir noch genug Geld, damit wir uns die Höhle kaufen können da hinten. Dum, dum. Und dann können wir Phosphor-Slimes da reinsetzen. Wollen wir den Phosphor-Plot, den will ich aber ehrlich gesagt nicht verkaufen, oder? Wofür brauchst du den denn? Ja, ich könnte theoretisch damit ja pinke Phosphor-Slimes machen. Kannst du auch pinke Phosphor-Katzen-Slimes machen? Das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, wenn wir das machen, dann explodiert die Bude. Geht's ab. Dann lassen wir das. Ja, ich würde es jetzt nicht so gern probieren wollen, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken nochmal ganz kurz hier, ob wir noch ein Upgrade kaufen können. Ah, 40 Einheiten jeden Tag. Das machen wir doch, oder? Wenn du möchtest. Auf jeden Fall. Energiemodul. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und die Sprinterstiefel, damit wir schneller rennen können. Wunderbar. Und dann gehen wir nochmal. Obwohl, wir können auch füttern. Oder auch nicht. Guck mal. Ist Möhren und sowas nicht da? Ja, ich habe auch gerade dran gedacht. Doch, Hammer. Und du wolltest mal Wasser auf dein Feld. Oh, stimmt. Ob das jetzt hier noch was bringt? Man sieht ja nichts, ne? Oder warte mal. Hier sieht man nur was Angepflanztes. Ob das überhaupt was bringt? Ich weiß es nicht. Die sind auch nicht so weit hier. Nee. Schade. Dann füttern wir damit die Rock Slimes. Da haben wir ja noch am meisten Geld bekommen. Ja. Sollen die mal auf die Plätze plotten los hier? Aber guck, es werden beides Slimes produziert. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir ganz viele. Jetzt, wir hatten Miezis daraus gemacht, oder aus Versehen Miezis draus gemacht, ne? Aber ist guck aber mal, eigentlich... das ist... Ach nee, das waren Miezis nur vorher, ne? Nee, das waren vorher die kleinen Rock-Slimes. Und mit dem Plort sind es zu Lago-Rock-Miezi-Slimes geworden, oder Fels-Miez-Lago. Ja, aber da ist nichts Pinkes mit drin, ne? Nee, da ist nichts Pinkes mit. Aber das Blöde ist halt, wir kriegen jetzt... Oder das heißt das Blöde, wir kriegen jetzt auch den Miez-Plort und nicht nur den Rock-Plort. Also eigentlich ist das nicht so gut gewesen. Weil wir jetzt halt weniger Rockplot bekommen. Ja, sonst kriegen wir das Plinke, das Pinke und den Rock. Ja, ja, und aber dann ist doch Miez noch mehr wert als Pink. Ja, aber das waren ja keine Pink ursprünglich, das waren ja nur Rock. Hätten wir jetzt Rock gelassen, hätten wir auch nur Rockplot bekommen. Ja. Hier hast du natürlich vollkommen recht bei aber denen. Aber die jetzt auch nur mit irgendwas füttern können. Ja gut, jetzt können sie Fleisch und Gemüse bekommen, genau. Ich habe einen Huhn. So, gucken wir mal. Phosphor gibt 27. Rock noch 4, also Fels noch 14. Sind auch gut. 56, 52, Entschuldigung. Die Explosions, ja. Oh, die können wir mal holen. Ja, die fressen doch auch alles. Da kann man noch was abliefern. Ich pack das Huhn mal hier rein. Die haben bestimmt auch Hunger. Nehmen wir noch zwei Hühnchen hier mit. Wir brauchen kein Fleisch mehr. Die sind doch jetzt pink. Die fressen doch jetzt alles. Ach, stimmt. Du hast ja vollkommen recht. Ich vergaß. Aber wir haben nichts mehr. Warte mal. Sollen wir mal gucken, ob das Gemüse jetzt mittlerweile reif ist? Hier wachsen schon neue Karotten. Das geht fix. Die wachsen doch eben. Herzrübe. Ja. Da explodiert es schon. Aber richtig, ne? Die haben Spaß. Aber wir packen einfach mal alles rein, mal gucken. Was passiert? Das sieht doch gut aus. Ja,
Haben sie alles? Nee, noch nicht. So, aber leider nicht viel von den Explosivplots. Ja, mehr von denen jetzt. Schade. Die waren aber eben noch drin, die hast du eben nicht gesammelt. Ja, die haben auch jetzt. Genau, die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht alles gefuttert hier. Ich glaube, die gehen erst nochmal in die Luft. Nee, die haben, glaube ich, keinen Hunger. Die sind erstmal gesättigt. Ich hoffe, dass sie das Plot nicht rausschießen. Ja, guck hier. Also entweder mögen die es nicht so gern oder. Hm. Na, sei es drum, wir verkaufen das schnell. Ja. Dann schauen wir mal. Mich würde interessieren, was das da ist, aber es ist bestimmt auch das bestimmt Teleport, ja. Ja. Es fehlt leider noch ein bisschen Geld, damit wir hinten das kaufen können. Aber nun gut, man kann nicht alles haben, nicht? Nein. Geht nicht immer alles sofort. Ich bin gerade überlegen. Hier können wir nochmal kurz gucken. Die wollte ja. Das kriegen wir aber nicht hin. Wir haben nur einen Phosphorplot, das ist schade. Ja, und das andere hätten wir sowieso nicht, das stimmt. Können wir auch nicht machen. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute mit der Aufnahmesession Schluss. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.